Dobry wieczór Państwu. Ja Guten nazywam się. Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Konrad Spindler und ich freue mich, Sie im Namen des Goethe-Instituts in Warschau begrüßen zu dürfen. Ich begrüße Sie zu der nächsten Diskussion im Rahmen des Begleitprogramms des Instituts zu der Ausstellung unter dem Titel Queer as German Folk. Heute diskutieren wir zu der Frage, wozu brauchen wir queere Archive? Wir diskutieren heute mit Philipp Kofler, Piotr Laskowski und Karol Radziszewski. Das Gespräch wird moderiert von Olga Birska. Olga Birska ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin und Historikerin. Sie arbeitet zusammen mit verschiedenen Warschauer Kulturinstituten und sie schreibt ihre Doktorarbeit über die Geistesgeschichte der Nachkriegszeit am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Ich möchte noch erwähnen, dass wir im Rahmen unseres Begleitprogramms eine Reihe von Veranstaltungen haben und bereits am 18. November werden wir Ihnen unsere nächste Veranstaltung anbieten. Wir werden unter dem Motto Out in Ost-Berlin zwei Filme von Joachim Hick sehen. Und jetzt möchte ich das Wort an Olga Birska übergeben und Ihnen eine fruchtbare Veranstaltung wünschen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, sich mit Ihnen heute treffen zu dürfen. Zwar treffen wir online, aber dadurch können vielleicht mehr Menschen an unserer Veranstaltung teilnehmen. Bevor ich unsere Gäste vorstelle, möchte ich eine kurze Anmerkung machen, nämlich während der gesamten Diskussion können Sie Fragen stellen. Also Sie müssen Ihre Fragen einfach auf Facebook unter unserem Bild schreiben und ich werde dann diese Fragen bekommen und versuchen, sie an unsere Redner zu stellen. Wer sind unsere Gäste? Also Philipp Kofler lebt in Amsterdam und München und ist seit 2013 Mitglied des Forum Queeres Archiv München. Philipp studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München und an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er war auch Resident bei der Atelier in Amsterdam. Er arbeitet mit Performance, Text, Videoinstallation und Siebdrucken. Unser zweiter Gast in alphabetischer Reihenfolge ist Piotr Laskowski, Ideenhistoriker und Pädagoge, Autor von Publikationen über Bildung und Pädagogik sowie Leiter der Forschungsstelle für LSBT+-Geschichte und Identität am Institut für angewandte Sozialwissenschaften der Universität Warschau. Im Rahmen der Forschungsstelle zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau initiierte er das LSBTQ+-Tagebuch-Wettbewerb. Unser dritter Gast, Karol Radziszewski, ist Maler, Filmemacher, Autor von Installationen, Fotoarbeiten und Muralen sowie von interdisziplinären Projekten. Er ist Publizist und seit 2005 Chefredakteur sowie Herausgeber des Magazins Dick Faxin. 2015 gründete er das Queer Archives Institute, eine gemeinnützige von Künstlern geführte Organisation, die sich mit der Erforschung, Sammlung, Digitalisierung, Präsentation, Ausstellung, Analyse und künstlerischen Interpretation von queeren Archiven widmet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid. Und ich möchte mit meiner ersten Frage anfangen. Die erste Frage ist sehr allgemein, aber ich glaube, dass eure künstlerische und wissenschaftliche Praxis ganz vielfältig ist. Deswegen könnt ihr vielleicht aus verschiedenen Perspektiven von queeren Archiven erzählen. Also in meiner ersten Frage möchte ich vor allem erfahren, für wen, warum und wie Queer-Archive erstellt werden. Philipp, könntest du vielleicht als Erster antworten? Ich bin seit 2013 eben Mitglied im Forum Queeres Archiv München, ein Archiv, das 1999 gegründet worden ist als schwul-lesbisches Archiv und seit 2019 jetzt Forum Queeres Archiv für München heißt. Und
Für mich war es so spannend, als junger Künstler am Ende meines Kunststudiums mich mit dem Forum zu beschäftigen, seitdem ein aktives Mitglied zu sein, um das auch für andere Künstler und Wissenschaftlerinnen zu öffnen. Und ich glaube, in Deutschland gibt es natürlich auch noch das Schwule Museum mit einem sehr großen Archiv. Aber ich glaube, dass auch diese kleineren Grassroot-Archiven außerhalb der großen Metropolen eine extreme Wichtigkeit haben. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an solchen selbstorganisierten Archiven, dass sie wirklich aus einem eigenen Begehren entstehen. Und das hat mich eigentlich so festgehalten am Forum und hat so stark seitdem meine künstlerische Arbeit auch beeinflusst. No właśnie, Piotr, bo wy z kolei w ramach waszej ja, pracowni. Danke. Piotr, im Rahmen der Forschungsstelle an der Universität Warschau gibt es auch ein Archiv. Könntest du auch erklären, also wie das Archiv funktioniert und für wen dieses Archiv gemacht wird? Ja, also um auf die Frage zu antworten, wozu Archive gemacht werden, muss man sich fragen, was davor kommt. Also bevor Archive von staatlichen Stellen, die Einrichtungen der Oppression sind, schaffen werden. Otto Ginsberg spricht von Archiven der Unterdrückung. Also das Einzige, was wir haben, die Stimme von nicht heteronormativen Personen, die von der Vergangenheit kommt durch die Vermittlung der Institutionen der Unterdrückung, ob das der Staat ist, Gerichte oder Kirchen. Und dann letztendlich besteht unsere Aufgabe darin, trotzdem zu versuchen, an die Wahrheit zu kommen, obwohl die Stimme der nicht heteronormativen Menschen durch die Vermittlung von Einrichtungen der Unterdrückung kommt. Als ein Teil des Funktionsweise des Staates. Und das ist die Frage, wer entscheidet, welche Stimmen dann tatsächlich vermittelt werden und von uns gehört werden und welche unterdrückt werden und gar nicht aufrechterhalten bleiben oder wenn wir sie zu hören bekommen, dann in einem Kontext der Kriminalisierung. Für die Queer-Forschung ist die Arbeit in einem Queer-Archiv einfacher als ein Versuch, selbst ein Queer-Archiv zu erstellen. Denn wir können in diesem Institut als eine Art Hooligans zu funktionieren. Wir können damit spielen. Wir versuchen, diese Stimmen herauszuhören. Und wir versuchen, etwas zu tun, damit dieser Staat, der Polizist, letztendlich verliert. Und das, was wir erreichen, was uns letztendlich gelingt, passt dazu, was ich als Queer-Denken oder Queer-Methode sehe. All das, was wir erreichen, ist vielleicht bruchstückartig, ist nicht kontinuierlich, aber trotzdem kann das funktionieren als eine Bombe, die wir unter diese Konstruktion legen, die von dem Staat gebaut wird. Und jetzt die Frage, ob wir selbst queere Archive bauen könnten, also es würde bedeuten, einen institutionellen Rahmen zu übernehmen und selbst zu bauen. Ich glaube, dieser Ansatz ist gefährlich, denn diese Bruchstücke, die wir haben, das ist zu wenig, um ein Archiv zu bauen. Und diese Verwicklung ins Apparat der Unterdrückung ist sehr stark, auch wenn wir versuchen, dieses Apparat zu dekonstruieren, zu überwinden, steht dieser Apparat der Unterdrückung trotzdem im Mittelpunkt und wir sind nicht imstande, sich davon zu befreien, auch wenn wir uns das wünschen würden. Auch wenn wir uns wünschen würden, dass die Stimme von queeren Menschen nicht also direkt
klingt und nicht vermittelt wird. Natürlich, wir möchten diese Stimme als eine autonome hören, aber trotzdem übernehmen wir diesen institutionellen Rahmen und so entsteht eine Spannung. Die Frage ist, was gefällt dieser Queerness imstande ist, diese Form zu besiegen, diese Form, die doch auf Normen basiert, denn wenn man ein Archiv geschaffen wird, dann muss man entscheiden, was kommt drin, was bleibt draußen und was gewinnt, also diese Queerness, also das Queere oder diese Form, die Form des Archivs, das statisch ist, das vielleicht blockiert. Also vielleicht eine soziologische Frage, Mels, als eine künstlerische. Also Kunst, ich werde von Kunst nicht sprechen. Ich liebe die Kunst, aber ich habe den Eindruck, dass das nur eine einseitige Liebe ist. Ja, auf jeden Fall. Letztendlich, also um das auf den Punkt zu bringen, also unser Archiv steckt noch in Kinder. Schuhen. Wir haben diese 180-Tage-Bücher, die zum Wettbewerb geschickt worden ist. Dazu kommen noch Berichte, die wir sammeln. Also all das ist ein Versuch, die queere Stimme direkt klingen zu lassen. Und es gab noch die Frage, für wen das sein sollte. Also das werde ich vielleicht später antworten. Interessant sind auch die Motivationen der Personen, die sich entschieden haben, ihre Tagebücher zu schicken. Also für wen haben sie das gemacht? War das für die Mehrheit der Gesellschaft? Wahrscheinlich nicht. Also das ist die Logik der 90er Jahre, wo wir wirklich versuchen haben, die Mehrheit der Gesellschaft anzusprechen, damit sie uns kennenlernen. Wir wollten uns vorstellen, das war das Zweck der ersten Aktionen in Polen. Heutzutage ist das anders. Die Personen, die ihre Tagebücher geschickt haben, die sagen, ich schreibe das für andere Menschen, die so sind wie ich, damit sie sich nicht so einsam fühlen, nicht so verlassen fühlen, wie ich mich früher gefühlt habe. Deswegen möchte ich mein Tagebuch veröffentlichen, damit sich andere nicht so einsam fühlen wie ich. Das ist sehr interessant. Also das eine Ziel ist, die queere Stimme nicht unmittelbar klingen zu lassen und dann diese andere Motivation. Und Carol, wie ist das bei dir? Du bist ein Künstler, die Kunst ist ein Medium an sich. Also wie würdest du diese Frage beantworten? Also es war ursprünglich nicht mein Plan, sich mit Archiven zu befassen, aber das war letztendlich für mich eine Frage der Identität. Ich bin während des Kommunismus geboren in einer mittelgroßen Stadt in Ostpolen und als Teenager habe ich keine nicht heteronormativen Personen getroffen. Es gab welche bestimmt, aber sie waren nicht geoutet. Dann habe ich mich geoutet und dann habe ich dann welche kennengelernt. Aber es war überraschend, dass ich immer wieder gehört habe, dass queer nicht aus Polen kommt, das kam zu uns aus Westen. Und ich habe versucht, mich damit auseinanderzusetzen und das alles im Kontext meiner Identität und der Frage, wer ich bin. Aber dann dachte ich mir, es ist auch interessant, das zu vergleichen damit, was in Amerika passiert ist mit David Wojnarowicz, Andy Warhol, Stonewall Riots. Es gibt in Amerika ja diese Geschichte und ich musste mich mit meiner Identität auseinandersetzen ohne eine Geschichte. Dann lernte ich Richard Kichel kennen, also ist ein Mann, der immer noch lebt, aber er symbolisierte für mich Geschichte und das war für mich eine neue, sehr interessante Herausforderung und das gab mir eine neue Herangehensweise an dieses Thema
Und dann dachte ich mich, was kann ich damit machen für die Gesellschaft, für konkrete Städte in Polen, für Ostpolen? Wie kann ich das präsentieren? Und die Reaktion des Publikums gab dann die Richtung. Also, und aber ich kann auch das bestätigen, was Piotr gesagt hat. Also am Anfang wollten wir das für die Gesellschaft machen, dann für die Community. Jetzt ist es noch anders, wenn ich an Ausstellungen arbeite, treffe ich viele Personen, die sich als nicht heteronormativ identifizieren. Und ich stelle fest, dass diese Projekte für sie am interessantesten, am wichtigsten sind, im Kontrast dazu, was der Staat zum Beispiel macht. Ich denke, was du gesagt hast, ist auch wichtig jetzt, wenn wir jetzt an die jetzige Zeit denken, wo wir jetzt sind, wenn wir an die letzten Wochen denken, was geschehen ist. Also das bewirkt, dass diese Archivarbeit immer wichtiger wird, dass das Sammeln der Zeugnisse der Gegenwart immer wichtiger wird. Und hier müssen wir natürlich auch über die Quellen sprechen. Woher kommen die Quellen für die Archive? Jeder von euch arbeitet mit anderen Quellen. Also ihr arbeitet ja unterschiedlich. Philipp, du arbeitest also in diesen von unten kommenden Initiativen. Der Piotr sammelt diese direkten Stimmen. Der Karol ist ja ein Künstler, der in seinen Kunstwerken sucht. Und die Frage, wie sucht ihr nach den Quellen von der queeren Geschichte? Ist es, Philipp, du suchst ein bisschen woanders, also geografisch gesehen, der Piotr und Karol suchen in einem anderen Raum. Sind diese Quellen anders oder profitiert ihr von den gleichen Quellen? Das wäre interessant für mich zu wissen. Vielleicht frage ich den Karol zuerst. Wie kam es überhaupt dazu? Also der Ryszard Kisiel war die Schlüsselfigur für dich. Ja, mit Sicherheit ist Ryszard Kisiel für mich eine wichtige Persönlichkeit. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, möchte ich kurz sagen. Das ist ein Herr, der jetzt über 70 ist. Er wohnt in Gdańsk. Das ist also einer der Begründer der ersten Sine schon in den 60er Jahren. Er arbeitete in einer Druckerei sein Leben lang, aber er macht auch Fotos. Er hat das Leben dokumentiert. Das war queer before gay. Also der war schon queer, bevor überhaupt der Begriff gay so stark zur Sprache kam. Er war der erste Mitbegründer der Lambda, der ersten LGBT-Organisation. Als junger Mann, als Student habe ich von ihm nicht gehört, aber ich habe Dick Magazine gemacht und ich dachte, ich mache so ein Magazin über das Gay-Sein und Männlich-Sein, aber auch über die Gegenwart. Und nach zwei Heften habe ich gesehen, es gibt nicht so viele neue Sachen und dann traf ich auf Geschichte und auch auf Kichel. Und da kam ich auf Stoffe, die vor den 80er Jahren waren. Also da wurden Länder besucht aus anderen Staaten im Westen, im Osten von Europa und man hat nach Gay-Männern gesucht und sich das angeschaut, wie sie gelebt haben. Und die Grundlage war ein Interview und die gesprochene Geschichte. Und für mich ist es bislang die interessanteste Quelle. Also oft ist das sehr roh und sehr direkt. Also eine ältere Person beantwortet einfach Fragen, woran sie sich erinnern kann. Und dann noch diese Vernetzung, die Kontakte, die Erinnerungen, die wieder präsent werden und auch archivale Sammlungen. Und oft habe ich Sachen gefunden, Schätze, von denen ich nicht gedacht habe, dass man sie entdeckt. Und immer wieder kommt es vor, dass ich sowas entdecke. Und Informationen kommen so im Gespräch. Wer fragt, der bekommt auch Antworten. Deswegen ist es wichtig zu fragen. Also dieses Archiv oder die Methode,
mit der ich arbeite, ist sehr besonders, ist sehr intim, bedarf einer Vertrauensplattform, weil dann kommen Antworten, die ein normaler Journalist niemals bekommt. Also diese Vorgehensweise, wie ich arbeite, ist auch queer, also auch in der Form oder in der Vorgehensweise. Und das ist der Schlüssel also für meine Entdeckungen. Also das ist sehr interessant und wir werden später das noch vertiefen. Also wie sieht diese queere Vorgehensweise bei dem Aufbau von Archiven? Und Philipp, bei dir, wie sieht das aus? Ist diese gesprochene Geschichte so wichtig für dich? Ist es der Kern für dich oder hast du andere Quellen, die wichtig sind? Also als ich Mitglied dort im Forum geworden bin, wusste ich davor wahnsinnig viel über die Anfänge der AIDS-Krise zum Beispiel in Amerika und in England durch künstlerische Arbeiten, ähnlich wie Cardol, Channel ID oder Group Material, aber wusste fast gar nichts von der Situation in Deutschland, vor allem zum Beispiel auch in München, wo die sozialen und politischen Repressionen in den Anfängenjahren, in den 80ern, sehr stark auch waren, wo Ghettoisierung von Homosexuellen zum Beispiel wieder diskutiert wurde und sich man fast das Gefühl bekommt, als hätte sich beinahe noch einmal die Geschichte wiederholt, wo bis 1969 ja Homosexualität in Deutschland durch den Paragraphen 175 kriminalisiert worden ist. Und durch einen Zufall bin ich in einer Ausstellung im Stadtmuseum auf das Forum gestoßen, von dem ich davor gar nichts wusste, weil die Sichtbarkeit des Forums in einer jungen queeren oder in der künstlerischen Szene sehr gering war. Und ich begreife meine künstlerische Arbeit dort auch, dass ich da verschiedene Sachen zusammenbringen kann. Also ich blicke natürlich aus meiner Generation auch auf die historischen Materialien und der Austausch auch mit den älteren Mitgliedern im Forum war von Anfang an wahnsinnig wichtig und daraus haben sich die letzten Jahre auch sehr tiefe Freundschaften entwickelt, auch sehr viele Streits und Auseinandersetzungen. Es sind eben keine Materialien, die man kühl distanziert betrachtet, sondern eine Emotionalität ist natürlich auch total wichtig dabei. Aber ich war der erste Künstler, der dort Mitglied geworden ist im Forum. Und ich habe gemerkt, dass die anderen Mitglieder kommen aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, Metzger, Lehrer, einige Historiker auch. Aber es wurde immer ein sehr großer Blickwinkel von der inhaltlichen Seite, wurden die Materialien sehr oft betrachtet, aber sehr selten von einer ästhetischen Seite auch. Und das war vielleicht genau im Studium an der Kunstakademie, wo es nur so oft um Form ging, aber so wenig um Inhalt, war es dort eigentlich genau das Gegenteil. Und ich möchte eben beides gemeinsam anschauen, die Ästhetik, die Form und die politischen, inhaltlichen Fragen. Und ich glaube, das ist so das Wichtige. Und dadurch, dass ich zum Beispiel nicht als Zeitzeuge die Anfänge der AIDS-Krise erlebt habe. Ich bin 1989 geboren, war ich natürlich auf die Hilfe von Guido Wehl, der die Münchner AIDS-Hilfe mitgegründet hat und davor im Verein für sexuelle Gleichstellung gearbeitet hat, dem zweiten schwulen Gruppe in München. Diese Gespräche mit Guido Wehl zum Beispiel oder Hans Jäger oder Albert Knoll, den Vorsitzenden vom Forum, waren dort von Anfang an wichtig. Ich glaube, das Besondere ist dabei natürlich, dass wir nicht nur Materialien auch von München sammeln und die letzte Zeit sind wir auch sehr viel digitaler geworden, aber zum Zeitpunkt, wo ich dort Mitglied geworden bin, war wirklich alles noch in Boxen und noch nicht richtig aufgearbeitet. Und der Vorteil, glaube ich, auch bei solchen analogen Archiven, und das, glaube ich, ist eben nicht nur der Inhalt ist queer, sondern auch die Form, wie das Wissen in solchen selbstorganisierten Archiven weitergebracht wird, weil zum Beispiel da auf einer Box Age stand, dann hat man die aufgemacht und hat etwas gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Sehr ähnlich, wie es Cardol auch gerade beschrieben hat. Und ich glaube, diese blinden Flecken auch in dem eigenen Geschichtsbewusstsein, die zu thematisieren, aber die auch als Möglichkeit darzustellen, die
sich mit denen auseinanderzusetzen, die finde ich total wichtig. Auch das Forum hat natürlich total viele blinde Flecken und total viele Ausschlüsse werden dort auch produziert und auch innerhalb der schwul-lesbischen Community in den 80ern, 90ern zum Beispiel gab es natürlich immer noch einen großen Ausschluss zum Beispiel von People of Colors und trans, nicht-binären und intersexuellen Menschen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der nie abgeschlossen sein muss und wo man vielleicht auch eigene Fehler zugestehen muss, aber wo noch sehr viel Arbeit, glaube ich, vor allem queeren Archiven liegt, eine größere Intersektionalität auch zu beachten in den Archiven, weil man natürlich Sexualität auch nicht singular betrachten kann. Aber diese Überschneidungen versuche ich eben genau in meinen künstlerischen Arbeiten, zum Beispiel in der Quilt-Serie, zu thematisieren. Also so das Verschwinden von Geschichte, die Schwierigkeit, sich queere Geschichte zu nähern. Genau diese, also Carol hat ja auch eine seiner neuen Bücher The Power of Secrets genannt und das finde ich so ein wahnsinnig schönes Titel eigentlich für so eine queere Recherche, weil also es geht nicht nur um einen Kampf um Sichtbarkeit, sondern es geht auch darum, die Mechanismen und die Ausschlüsse, die manchmal diese Sichtbarkeit mit einschließen, zu thematisieren und eben manchmal auch irgendwie dieses Verschwinden oder den Schutzraum oder das Nicht-Zeigen-Wollen auch zu thematisieren. Ja, Piotr, und bei euch, ich weiß, ihr habt einen Appell geschickt, auch in Social Media war das gezeigt. Ihr habt diese Tagebücher gesammelt und diese Tagebücher wurden an euch geschickt. Hältst du dieses Projekt für abgeschlossen oder ist das erst ein erster Teil? Also dieser Teil ist gewissermaßen beendet, aber das ist bestimmt ein Anfang von einer Geschichte, die lange dauern wird. Das, was noch zu erzählen ist zu diesen Tagebüchern, da werden sehr viele Themen angesprochen. Diese Form hat es uns möglich gemacht, erstens zuzuhören, was die Geschichten des Alltags sind. Wir konnten Geschichten erreichen, die normalerweise unentdeckt sind. Wenn wir die Menschen nicht persönlich kennen, kommen wir so schwer an diese Geschichten ran. Und hier plötzlich war es so, dass uns diese Personen in ihren Alltag eingeladen haben. Das war ein unheimliches Erlebnis. Das war wirklich etwas Außerordentliches. Über 180 Tagebücher sind bei uns eingegangen aus ganz Polen. Wir haben danach eine Karte gemacht. Es gibt zwei Wojewodschaften, wo die Tagebücher nicht zugeschickt wurden, aber trotzdem sind diese Wojewodschaften vertreten, weil die Autoren von den Tagebüchern wohnen zwar nicht mehr dort, aber sie sind zum Beispiel dort geboren. Also man kann auch verfolgen, wie die Menschen auch umziehen, wie die mobil sind und wie diese Migrationen aussehen. Und das, was noch wichtig ist dabei, ist allein diese Form von diesem Wettbewerb. Also von Anfang an, wir wurden inspiriert, das war nicht unsere Idee. Also ein Wettbewerb für Tagebücher, das ist aus der Zwischenkriegszeit, also eine Sache, die in der Soziologie in Polen auch damals schon betrieben wurde. Man hatte damit Leute zum Sprechen angeregt. Man hatte für Arbeitslose solche Wettbewerbe ausgeschrieben, für Tagebücher der Migranten. Das hieß also, die großen Unbekannten kamen ans Wort. Also man hatte gezeigt, eine Welt,
die nicht zugänglich war, hat sich plötzlich geöffnet und wir haben diese Stimmen zu hören bekommen. Und zugleich in gleichen Polen in der Zwischenkriegszeit, es hat sich gezeigt, dass die Minderheiten dadurch auch zu Wort kommen. Und auch für jüdische Jugendlichen hatte man auch solche Wettbewerbe gemacht vom Jüdischen Institut. Es gab 3 solche Wettbewerbsreihen für Jugendliche, also jüdische Jugendliche. Also diese Form von Tagebuch scheint eine Form zu sein, die von Anfang an gut passte zu Menschen, die normalerweise nicht gehört werden, die unsichtbar sind, die in diesen öffentlichen Raum nicht so leicht gelangen. Und zum Zweiten, auf der anderen Seite ist Tagebuch etwas Archaisches, etwas Altes. Wenn wir Social Media haben, Leuten zu sagen, schreib Tagebuch, das scheint ja veraltet zu sein. Wir hatten auch Angst, dass wir ausgelacht werden, dass vielleicht nur 2 Leute was zuschicken, weil das schon altmodisch ist. Aber es hat sich gezeigt, dass diese Form, obwohl so archaisch, weil diese Form eben Atem gibt. Es gibt Zeit, sich Gedanken zu machen. Es gibt Raum, um eigene Geschichte zu beschreiben. Und man ist der Herr der Geschichte. Und das zeigte sich, dass es attraktiv war. Und auch Wettbewerb an sich ist auch was Interessantes. Wir haben jetzt keine Zeit, um die Form des Wettbewerbes zu besprechen. Das ist eine Situation, die vielleicht etwas problematisch ist. Ich habe Überzeugungen, dass es einfacher ist, zum Wettbewerb, zu Deadline was zu schreiben, weil dann organisiert man sich und man hat Ansporn. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die Tagebücher geschrieben haben, die haben uns auch gratuliert, weil deren Leben plötzlich schöner geworden ist. Das ist auch die Eigenschaft der Tagebücher, dass wir im Dialog stehen mit uns selber und auch mit den Lesern. Das ist ein Dialog, wo viel Ironie dabei ist und Sarkasmus und auch Offenheit. Und das passt alles sehr gut zusammen. Aber was letztendlich in diesem Material war, war etwas ganz Spezifisches. Also einerseits gibt es dort gesamte Lebensläufe, die dort beschrieben werden, aber sie werden beschrieben zu einem schrecklichen Zeitpunkt in der Geschichte der LSBT-Plus Community in Polen, also zwischen der Verhaftung von Margot, zwischen der Präsidentschaftskampagne. Und das war ein sehr interessanter Zeitpunkt, in dem diese Leute sich gesetzt haben und angefangen haben, ein Tagebuch zu schreiben in einer Gesellschaft, die Minderheiten nicht gerne sieht, die in der patriotischen Festung sitzt. Und plötzlich erscheinen 180 Biografien, die diese Welt zeigen, dieses Leben zeigen, in einem ganz spezifischen Zeitpunkt mit einem Ausblick in die Geschichte dieser Menschen. Das war für mich wirklich wichtig. Und Bezug nehmend darauf, was Carol gesagt hat, ja, das war nicht nur für die LSBT-Community. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Mehrheit der Gesellschaft, die dadurch vielleicht etwas sehen kann. Ja, diese Mediation, diese Vermittlung spielt für mich eine wichtige Rolle, das können wir jetzt sehen. Also dieser Dialog, von dem du dort gesprochen hast und eine Art Spiel, die schreibenden Personen dadurch starten, indem sie Tagebücher schreiben. Auf der anderen Seite gewisse Tradition, wie man den anderen sozusagen kennenlernt, indem wir ihre seine Schriften lesen. Auf der anderen Seite gibt es noch diese Vermittlung, diese Mediation zwischen Generationen, von dem hat sowohl Philipp als auch Carol gesprochen. Und die Frage, was man in Archiven findet, dass man dadurch von Personen erfährt, die nicht nur Brücken bauen, sondern auch selber Brücken sind oder als Brücken funktionieren.
Ich frage mich im Kontext von diesem Prozess, in dem man nach Quellen sucht und dann Materialien findet, in verschiedenen Rollen, also wie kann man gewährleisten, dass das alles inklusiv ist, also dass alle, dass ein solches queeres Archiv alle einschließt. Also wenn wir das Archiv aufbauen, dann haben wir Einfluss darauf, welche Themen in dieses Archiv aufgenommen werden und welche nicht. Carol, könntest du vielleicht davon etwas erzählen? Du bist auch Chefredakteur von Fagazin und so wie ich den Titel verstehe, konzentriert sich sein Fagazin auf Männlichkeit, auf Männer. Und also wie ist eure Herangehensweise, was nicht-binäre Menschen angeht, nicht heteronormative Personen? Und übrigens, ich habe einen Kommentar auf Facebook gesehen, und zwar LAVU, das ist eine Abkürzung für lesbisches virtuelles Archiv. Also, wie ist das bei euch? Wie wird euer Archiv zusammengestellt? Ja, also ich versuche hier ein bisschen zu trennen, also zwischen der Entdeckung der eigenen Identität und meinen ersten Projekten, die sich tatsächlich auf Männlichkeit und auf Schwulsein konzentrierten unter verschiedenen Aspekten. Und Queeres Institut, also das ist etwas anderes. Und hier haben wir das Wort queer schon in der Bezeichnung, und dieses Projekt ist breiter angesetzt. Und um alle einzuschließen. Trotzdem wird uns oft vorgeworfen, dass manche Aspekte der Geschichte bei uns auch ausgeschlossen werden, besonders wenn wir die längere Abkürzung, also LSBTQIA+, sprechen, zum Beispiel Transfrauen und ihre Identität. Ja, manche Berichte gibt es, bei manchen Minderheiten gibt es kaum Berichte. Es ist bei Frauen auch oft so, dass also das Lesbischsein wurde nicht kriminalisiert, deswegen gibt es auch keine Akten. Und dann gibt es noch die Frage, wer stellt Fragen? Bei Richard Kichel war es zum Beispiel so, auch wenn seine Mitarbeiterinnen da waren, waren sie nicht bereit, ein Interview mit einem Mann zu machen, denn sie hatten kein Vertrauen. Also die Frage, wer bereit zusammenzuarbeiten bei der Recherche. Und der dritte Aspekt war, dass manche Themen erst heute auftauchen. Und das ist für mich eigentlich das Interessanteste. Wenn ich eine Ausstellung vorbereite, dann weiß ich, dass ich eigentlich imstande wäre, 10 Vitrinen mit nur Schulmagazinen aus den 90er Jahren aus Fulton Günther, aber dann stoppe ich mich bewusst, um mindestens fragmentarisch auch Magazinen von Frauen zu zeigen, wie Furia oder Violettowe Puls. Und ich versuche auch Interviews mit Transpersonen zu machen, mit Eva Uschko, mit ihren Bildern und Versuch, ihre visuelle Identität aufzubauen. Da gibt es einen Film mit mehreren Stunden von Aufnahmen oder mit anderen Vertreterinnen aus Mittel- und Osteuropa. Ich habe auch lange Gespräche mit Susanne Tretten, prominierenden Vorreiterin der lesbischen Publikationen in Slowenien, aufgezeichnet. Es war sehr interessant, dies zu vergleichen damit, was in Polen passiert. Ich werde das nicht detailliert besprechen, aber zu der Frage jetzt, also zu der Entscheidung, wie treffe ich Entscheidungen, was aufgenommen wird, das sage ich, wenn nicht. Das ist eine schwierige Frage, da stellt sich auch die Frage nach der Vertretung, also wer vertritt wirklich welche Minderheit, besonders bei Projekten, die tiefer gehen und versuchen zu interpretieren. Ich muss oft zurück zu Vergangenheit gehen, um festzustellen, wie man Sachen am besten formuliert, um wirklich die Geschichte anderer Menschen mit ihrer
Stimme zu erzählen und nicht selber interpretieren. Wenn wir von Identitäten sprechen, die nicht meiner Identität entspricht. Und deswegen gibt es auch vielfältige Archive wie Sistrum oder das lesbische Archiv. Die arbeiten auch, die kommen auch zu sehr interessanten Ergebnissen aufgrund der Methode, mit der sie arbeiten. Zum Beispiel, es gibt ein Archiv, das vor allem Zeitungsartikel sammelt. Als Künstler versuche ich, die Lücken zu füllen, die nicht gefüllt werden von Wissenschaftlern oder von Menschen, die nur mit geschriebenen Texten arbeiten. Als Künstler kann ich nicht orthodoxe Methoden verwenden. Und ich glaube, das ist meine Stärke. Ja, also dieses nicht orthodoxe Herangehensweise, das ist ziemlich interessant. Queer bedeutet auch nicht orthodox, manchmal kontrovers. Und das kann auch für die Methodologie relevant sein. Sehr interessant. Piotr, wie ist das bei den Tagebüchern? Sind sie inklusiv? Also die Tagebücher, die sind relativ neu, nicht wahr? Und sie werden eigentlich so laufend geschrieben. Wie sieht das aus heute und jetzt? Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Wir hatten keine Vorstellung davon, wie wir dafür sorgen, dass alle eingeschlossen werden. Aber trotzdem ist es gelungen. Oder anders gesagt, in manchen Bereichen ist es gelungen, in manchen eben nicht. Zum Beispiel, was die Vertretung von Geschlechtern angeht, es ist eigentlich 50-50 bei der die zwei Geschlechter. Es gibt mehr Tagebücher von Transmännern als von Transfrauen. Das ist vielleicht interessant. Wir haben ganz wenige Tagebücher von Transfrauen. Was auch interessant war und merkwürdig, war die Frage des Alters. Ein Großteil der Tagebücher wurde von jungen oder sehr jungen Menschen geschrieben. Wir hatten nur 5 Tagebücher bekommen, die von Menschen, die älter als 40 Jahre alt waren. Und da gibt es verschiedene Erklärungen, die wir dafür haben, beginnend davon, wie wir für diesen Wettbewerb Werbung gemacht haben, wie wir informiert haben, in welchen Medien. Und als ein sehr junges Team, also jung, nicht was unser Alter angeht, sondern unser Team ist relativ neu und vielleicht deswegen waren wir für ältere Personen nicht vertrauenswürdig. Vielleicht sind sie nicht so gerne bereit, sich zu öffnen im Vergleich zu jungen Menschen. Das ist auch eine mögliche Erklärung. Grafisch gesehen ist das relativ gleichmäßig verteilt. Wir haben Tagebücher aus fast allen Woiwodschaften, mit Ausnahme von 2, wobei eigentlich eine Person ist in einer Woiwodschaft geboren, die uns auf der Liste fehlte, aber dann umgezogen ist. Die große Mehrheit der Autorinnen und Autoren sind Menschen, die in kleineren Ortschaften geboren sind. Und das ist auch interessant. Für Personen, die in Großstädten leben, war dieses Wettbewerb vielleicht nicht attraktiv genug. Aber für diejenigen, die außerhalb der Großstädte aufgewachsen sind, also außerhalb der großen Zentren, in welchen es Queer-Communities gibt und wo sie aktiv sind. Für diese Personen war dieser Wettbewerb interessant und attraktiv und sie waren bereit, teilzunehmen. Also im Sinne, wir haben... Ja, also ja, das ist eine wichtige Frage. Also Repräsentation, also nicht nur Repräsentation verschiedener Identitäten, aber natürlich auch Repräsentation verschiedenen Regionen, Repräsentation von Dörfern,
Städten. Dazu, wenn ich noch darf, denn das ist interessant und lustig zugleich, glaube ich. Also wir haben also so nach der Methodologie der Soziologie so eine Art Tabelle vorbereitet, und sie sollten dort einige Informationen zu sich geben. Sexuelle Identität war mittendrin, und es war sehr interessant zu schauen, wie sie darauf reagiert haben. Also sie haben nicht die Antworten gewählt, die wir vorgeschlagen haben, sondern alles kombiniert. Die haben dann protestiert. Es war sehr, sehr, sehr interessant, also die Reaktion und Widerstand. Ja, also das ist auch wichtig, und in der Soziologie soll man daraus Schlüsse ziehen. Also diese Tabellen müssten vielfältiger aussehen. Philipp, wie ist das bei dir und bei deinem Team? Also zum Beispiel, wenn du ein Box mit Unterlagen siehst und dann analysierst, und wie triffst du dann die Wahl? Also welchen Unterlagen wird Aufmerksamkeit geschenkt, und wie sorgt ihr dafür, dass alle auch eingeschlossen werden? Also ich glaube, vor allem durch die Neubenennung des Forums, ich glaube, das war zum Beispiel schon ein sehr wichtiger Schritt. Und als ich Mitglied im Forum geworden bin 2013, habe ich diese Untertitel Schule und Lesben in Geschichte und Kultur als sehr problematisch von Anfang an empfunden. Und ich glaube, das war natürlich auch zum Beispiel durch den relativ neuen Auftritt auf Facebook und Instagram, auch wenn ich von den Konzernen sehr kritisch persönlich auch bin, konnten wir natürlich auch ein sehr junges Publikum, das sich vor allem als queer identifiziert, dazu bringen, auch Mitglied im Forum zu werden und dort mitzuarbeiten. Und ich glaube, es sind oft eben auch die persönlichen Kontakte, wodurch wir Materialien bekommen, und die Reisen natürlich auch. Unsere Materialien sind nicht nur spezifisch auf München und Deutschland fokussiert, sondern wo die Leute, die in München oder in der Umgebung in Bayern wohnen oder uns Materialien geben, wo die auch hingereist sind. Aber daraus schließt sich natürlich, dass wir fast gar keine Materialien vor 1990 zum Beispiel von Osteuropa haben, weil es natürlich durch die Mauer und die Grenzen es sehr wenig Austausch gegeben hat. Es gibt sehr viel mehr Materialien, zum Beispiel aus Frankreich, Niederlanden und den USA oder der Schweiz. Aber diese Reisen haben natürlich immer stattgefunden. Zum Beispiel ja mit dem Schwulmagazin Der Kreis, das während dem Zweiten Weltkrieg sogar veröffentlicht worden ist, in drei Sprachen, Deutsch, Französisch und Englisch später dann, und wo ein sehr großer Austausch stattgefunden hat. Und ich glaube, dieser Austausch hat immer stattgefunden, aber er hat sich natürlich auch immer wieder geändert. Und ich glaube, deswegen ist es auch für mich als Mitglied im Forum sehr wichtig, dann Künstlerinnen einzuladen, mit dem Forum zu arbeiten. Und die Freundschaften zum Beispiel mit Shimon Adamczyk, der als Künstler und Theaterregisseur in Warschau auch arbeitet, den Austausch zum Beispiel mit ihm, dadurch habe ich auch wahnsinnig viel gelernt über die Situation heute in Polen, die natürlich sehr einseitig in deutschen und niederländischen Medien oft besprochen werden oder nicht sehr tief. Und dadurch konnte ich sehr viel Wissen auch sammeln, und dadurch kann man auch Solidarität natürlich zueinander aufbauen, außerhalb von, also transnationale Solidaritäten, nicht nur generationsübergreifende Solidaritäten, sondern eben auch unter verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig,
so meine künstlerische Praxis zu begreifen. Sie beschäftigt sich natürlich sehr oft mit dem deutschen Kontext, weil ich dort immer wieder Materialien auch finde, die sehr wenig Aufmerksamkeit in den letzten Jahrzehnten bekommen haben. Aber ich möchte, also es geht mir schon dabei, auch mich mit den Materialien zu beschäftigen, dass man aus der heutigen Perspektive und auch vielleicht außerhalb den lokalen Kontexten, in denen ich oft arbeite, man zu den Arbeiten einen Zugang bekommt. Und ich glaube, das finde ich genau als meine Arbeit als Künstler auch, diese Zugänge, diese Brücken, wie vorhin auch schon erwähnt, zu schaffen und die in meinen Arbeiten zu bilden, aber eben jetzt nicht nur auf einer rein rationalen Ebene mit erklärenden Texten, sondern auch in der ästhetischen und emotionalen Ebene, wo man nochmal viel mehr vielleicht durch eben solche Zeitzeugengespräche, solche Empfindlichkeiten oder auch Offenheiten und Solidaritäten aufbauen kann. Ja. Ja, im zweiten Teil unseres Gesprächs werden wir mehr von Vertrauen, Solidarität sprechen. Ich glaube, dass das Wort Vertrauen ist ein Schlüssel zu unserer Methodologie und zu der Herangehensweise. Aber bevor wir den zweiten Teil des Gesprächs eröffnen, werden wir einen Film von Philipp sehen. Der Film heißt Lana Kaiser. Es ist ein Film über eine transsexuelle Frau, die in Deutschland bekannt worden ist als Teilnehmerin von Deutschland sucht den Superstar. Sie war eine kontroverse Person aufgrund maybe vielleicht des Spektrums der Geschlechter in der Person. Also ich möchte Sie einladen, sich den Film zu sehen. Dann werden wir über den Film diskutieren. No właśnie. To był bardzo poruszający. Ja, also das war wirklich sehr berührend, sehr eindrucksvoll, eine Geschichte einer Künstlerin, einer Person, die als verschollen gilt, wahrscheinlich als vermisst, ist vom Boot gefallen. Also kurze Zeit nachdem, also nach ihrem Coming Out. Also kannst du Philipp sagen, warum gerade Lana, was hat dich so besonders dazu bewegt, dass du Interesse hattest für Lana? Also ich nehme an, diese Persönlichkeit war also in der Pop-Szene präsent schon seit 20 Jahren. Was war der Grund besonders für dich? Als ich als 13-Jähriger das erste Mal Lana Kaiser, die damals noch unter ihrem Geburtsnamen Daniel Kühlberg aufgetreten ist, in der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar gesehen habe, war ich von Anfang an wahnsinnig fasziniert von ihr. Vielleicht auch, weil sie auch aus Bayern kommt, aus der gleichen Gegend, in der ich auch aufgewachsen bin, in Deutschland. Und deswegen tauche ich auch selber in dem Video auf. Ich möchte sozusagen in Solidarität mit ihr tanzen. Und wollte eben ein sehr persönliches Porträt von ihr zeichnen, da ich als Jugendlicher dann bei über 30 Konzerten von ihr war. Sie war Anfang der 2000er wahnsinnig gehasst. Und als ich mich als Daniel Kübelböck-Fan geoutet habe, musste ich mich gar nicht mehr als schwul oder queer outen. Das Wort queer gab es natürlich noch gar nicht im deutschen Sprachgebrauch in der Weise wie heute. Und auch die Wörter nicht-binär oder genderfluid gibt es heute auch eigentlich nur als englisches Vokabular, das wir übernommen haben. Und sie wurde wirklich wahnsinnig gehasst, das noch als Hintergrundinformation. Und ich glaube, ich fand sie besonders wichtig eigentlich aus zwei Punkten. Als erstes hat mich es wahnsinnig fasziniert, warum wurde sie so gehasst? Sie war
Anfang der 2000er dann bekannter als unser damaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder. Kurz danach kam Angela Merkel. Sie war die bekannteste Persönlichkeit in Deutschland. 95% der Leute in Deutschland kannten sie. Und sie hat wahnsinnig provoziert mit ihrem Gender Non-Binary Dressings auch, also dass sie sich Stilklamotten von Frauen übernommen hat und sich nicht definieren wollte. Warum war das so radikal zu dieser Zeit? Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass 2002 zum Beispiel oder 2003 in den Niederlanden als erstes Land die Ehe für alle eingeführt wurde. Und es war eine Zeit, in der auch die schwul-lesbische Szene sehr normativ war. Und zu diesem Zeitgeist hat sie gar nicht gepasst. Und ich glaube, dafür hat sie auch nie die Credits bekommen. Auch wenn sie sich nur das letzte halbe Jahr als Transfrau identifiziert hat und sich Lana Kaiser genannt hat. Und auch das öffentlich kundgetan hat, zum Beispiel durch einen Instagram-Account und verschiedene Facebook-Posts, hat fast keine der deutschen Medien und auch die queere Presse zu sehr großen Teilen sie nicht bei ihrem selbstgewählten Namen Lana Kaiser genannt, sondern auch nach ihrem Verschwinden weiterhin bei ihrem Geburtsnamen Daniel Kübelböck genannt. Also auch nach ihrem wahrscheinlichen Tod hat man nicht ihren Wunsch auf sexuelles und geschlechtliches Selbstbestimmung ernst genommen. Sie ist 2018 verschwunden, also erst vor 3 Jahren. Und ich glaube, sie war sozusagen dieser Zeit so voraus, dass sie eben auch innerhalb der queeren Community oder größten Teil der queeren Community, natürlich Reality-TV und wie Leute in Reality-TV geothert wurden, vor allem am Anfang des Formats und immer als Freak dargestellt worden sind, um Quoten zu erbringen, ist natürlich kein singulärer Fall, sondern wurde auch ganz vielen anderen Ländern und Formaten des Reality-TVs gemacht. Aber sie war sozusagen wie eine Vorreiterin und zum Beispiel überrascht es mich nicht, dass sie zum Beispiel in einer Ausstellung wie Queer as German Folk, die gerade in Warschau gezeigt wird, nicht gekannt wird, auch wenn sie die erste Person war, die sich als nicht-binär nur als 17-Jährige im Fernsehen identifiziert hat und eine der bekanntesten queeren Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte auf jeden Fall mal in Deutschland ist, weil sie in der Zeit, glaube ich, eben so voraus war und dieses Reality-TV-Format so was Anrüchiges immer noch darstellt. Und deswegen wollte ich genau diesen blinden Fleck sozusagen auch in der queeren Geschichtsschreibung beleuchten, der eben für mich sehr persönlich auch ist, weil es eben sehr eng mit meinem persönlichen Aufwachsen und meiner Identifikation als queerer Mensch zu tun hat. Und ganz vielen Dank nochmal natürlich für die Einladung, den Film hier zeigen zu können. Ich freue mich wirklich, ihn hier sehr als Beitrag oder Gegenbeitrag zur Queer as German Folk Ausstellung zu präsentieren. Oder Zuschauer. Ja, also tatsächlich, also diese Ende der 90er, Anfang 2000, das ist die Zeit, also Queer as Folk, German Folk, also diese Serie, auf die Ausstellung Bezug nimmt, also der Anfang wurde, glaube ich, 2000 gedreht. Und das sind die ersten Schritte, wo queer Personen dabei sind, also wie auch bei dieser Serie, wo gay Männer und lesbische Frauen, also vor allem in Vereinigten Staaten präsent werden. Also jetzt die Frage an dich und an Carol, weil ihr habt über Persönlichkeiten, über einzelne Personen Filme gemacht. Und jetzt zu Carol, also über Kichel haben wir schon gesprochen. Aber jetzt meine Frage zu der Vorgehensweise, zu der Methode. Was ist das Archiv? Ist es die Person oder der Film? Oder ist das Archiv irgendwo dazwischen, zwischen dir und der Persönlichkeit? Oder ist es das Material, woran du gearbeitet hattest? Also Carol, frage ich zuerst.
Das ist eine gute Frage, aber die Antwort ist nicht eindeutig. Denn bei Richard Kichel kann ich sagen, das ist ein Mann, der ein Archiv ist durch sein Wissen, durch seine Erfahrungen. Also jeder Mensch ist ein Träger und ein Archiv. Aber der Richard Kichel ist besonders, weil er hat über diese Dekaden so viele Sachen registriert und in sich gesammelt. Und Richard Kichel und seine Einzimmerwohnung, wo ein Teil meines Filmes läuft, also diese Wohnung ist ein Archiv an sich. Also er sammelt alle möglichen Materialien. Er hat ja auch in seinem Badezimmer sind die Wände voll mit Bildmaterial. Und in diesem Raum, wenn man ihn sieht, also nicht jeder hat Zugang dazu, denn genauso gut neben also vielen Zeitungen, die also für queere Geschichte wichtig sind, gibt es auch Kochrezepte und auch Ausschnitte aus Kreuzworträtseln. Also jemand, der nicht geführt wird oder Bilder von Gebäuden. Also er hat auch Museen fotografiert, die er besucht hatte und auch Durchgänge zwischen den Bäumen, die wichtig waren. Und ich habe hunderte von Filmen gesehen in seinem Archiv. Wäre er nicht dabei, würde das gar nicht existieren. Also das existiert nur durch seine Geschichte, die er erzählt. Und ich versuche, das Clou rüberzubringen von diesem Archiv. Ich digitalisiere, ich mache Scans und ich verbinde das mit seiner Erzählung. Und dazu kommt noch meine eigene Interpretation, also dieser jüngere Blick. Ich lege Fokus darauf, was ich jetzt bemerken kann und was der Richard Kichel selber damals nicht gedacht hatte. Und so sehe ich meine Arbeit als Künstler. Ob das eine Ausstellung ist, wo ich die Fotos von Richard zeige und meine Interpretation dazu. Aber all diese Faktoren müssen zusammenkommen, damit dieses Archiv wirklich sich offenbart. Und das ist manchmal verwirrend. Jemand, der sehr normative Haltung hat, der möchte wissen, sind diese 20 Fotos ein Archiv oder ist es nur ein Backstage oder ist es ein Lager oder sind die Notizen dazu auch wichtig und wer sollte das entscheiden eigentlich? Also für mich, ich arbeite in vielen Medien. Ich komme auch zur Malerei zurück und ich kann Sachen erzählen, die niemals also verewigt wurden. Und ich kann ein Bild malen zu Geschichten, die er nicht fotografierte. Und ich schätze auch Video und Film als ein Medium, weil man kann ja montieren, also historisches Material und aktuelles Material. Und das ist dieses queere Erbe und wir konnten das nicht bewundern, bevor nicht ein Künstler das zusammengefasst hatte. Das wird ein Akademiker, ein Forscher nicht berühren, weil das ist irgendwie nicht wissenschaftlich oder es ist an der Grenze zur Verfälschung. Aber das Queersein, die Montage arbeitet mit dem Potenziellen, mit der Geschichte, mit Fehlern und auch mit der Verzerrung wird vieles erst zutage kommen. Und viele verstehen das nicht. Sie freuen sich, dass queer jetzt modern ist. Aber in Polen, bei all dem Druck, also LGBT zu sagen oder queer, die Leute unterscheiden das nicht. Sie verstehen das nicht. Wenn ich sage, ich komme nicht von der amerikanischen Tradition, wo die Gays ihre Community entwickeln, wo sie Republikaner unterstützen, um mehr Rechte zu bekommen, mehr finanzielle Vorteile. Das ist was anderes als das Queer-Sein, wo wir ständig den Status untergraben, in Frage stellen, wo wir auch das Geschlecht in Frage stellen. Das ist das, was auch Philipp zeigte in seinem Film. Das sind die wichtigsten Momente für mich. Und es ist sehr schwierig, jetzt in Polen zu sein, zu einem Punkt, wo alle wie Gefangene sind oder wir sind alle in einem Sack. Und plötzlich, wenn das vorübergeht, werden wir uns auch nicht mehr in Details vertiefen, weil dann sind alle konzentriert auf andere Themen, also auf der institutionellen Ebene, so wie das gezeigt wird, also bei Gruppenausstellungen oder so. Da kommen es auch sehr komische Phänomene zustande. Ja.
Also stimmt, bevor Philipp du das antworten kannst, noch eine sinnvolle Bemerkung, warum wir transsexuell sagen und nicht, also das war sprachliche mein Fehler auch, also in der polnischen Sprache. Also wie arbeitet man mit dem Archiv, Philipp, bei dir? Wer ist das Archiv? Was ist das Archiv? Und hattest du es angestrebt, einen Film zu erstellen, das auch zu einem Archiv wird? Also als ich mich ja mit dem Film beschäftigt habe, ich mich ja zuerst vor allem mit den 80ern und frühen 90ern beschäftigt, aus einer Zeit genau um die Zeit um mein Geburtsdatum. Und eigentlich ausgehend von dort habe ich mich dann auch mit Materialien zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, weil es natürlich auch sehr viel verloren gegangen ist durch das Nazi-Regime, zum Beispiel über die queere Szene in der Weimarer Republik, was auch sehr wichtig ist. Mit der Arbeit über Lana Kaiser bewege ich mich natürlich viel mehr in meiner Gegenwart, und ich bin ein Teil sozusagen dieses Archivs, und ich kann das gar nicht behaupten, dass ich das aus irgendeinem neutralen Blickwinkel betrachten möchte. Und ich glaube, diese Neutralität, diese angebliche Neutralität hat auch eine große Gewalt manchmal, wenn man die behauptet. Und deswegen ist es auch ein sehr persönlicher Film jetzt geworden. Zusammen mit dem Film ist auch ein kleines Magazin entstanden, ähnlich wie ein Jugendmagazin aus den frühen 2000ern, die ich damals gelesen habe, die Bravo zum Beispiel in Deutschland, wo ich verschiedene Kunstwissenschaftlerinnen eingeladen habe, aber auch befreundete Künstlerinnen, zu Lana Kaiser zu schreiben, weil ich wirklich eine andere Sprache finden wollte, über ihr Leben zu sprechen. Eine Sprache, die sich nicht nur auf die Bilder, die immer wieder wiederholt werden, und die Skandalisierungen durch das Reality-TV und das kommerzielle Fernsehen in Deutschland nicht nur darauf reduziert, sondern wirklich eine neue, eigene Narration zu Lana Kaiser finden. Das war eigentlich mein Anliegen mit dem Film, und der Film zusammen mit einem Quilt auch, wo sehr viele Fotos von mir und Lana Kaiser abgebildet sind, und das Magazin, das kleine Scene-Heft, sind sozusagen drei Bestandteile daran. Aber ich sehe solche Gespräche wie heute Abend zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Teil in dieser Diskussion und dieses Teilen dieser persönlichen Erinnerungen und diese Resonanzen, die ich auf den Film bekomme, der ganz oft etwas damit zu tun hat, dass dann Leute noch, und ich auch mich selber über die eigene Scham, die ich über meine sexuelle und geschlechtliche Identität als Jugendliche empfunden habe. Woher ist die gekommen? Die kam natürlich genau durch diese Medien. Das Fernsehen hatte natürlich eine ganz andere Kraft als heute, wo das Internet natürlich eine größere Rolle spielt. Aber es ist auch genau der Anfang von dem Internet. Und diese Filmschnipsel zu Lana Kaiser habe ich eben genau nicht in Forum Queeres Archiv gefunden, sondern bei privaten Fans von ihr, die ihre Karriere sehr genau dokumentiert haben, und die einige Filmmaterialien hatte ich noch auf dem Rechner von meinen Eltern, den ich seit 20 Jahren fast nicht mehr verwendet habe. Und die anderen haben mir andere Fans von ihr geschickt. Und es ist also ein privates Archiv. Es gibt das private Fernsehen in Deutschland hat gar kein Archiv, auf das man zugreifen kann. Sie behalten auch nur von Celebrities sogar nur wenige Ausschnitte, um im Fall eines Verschwindens zum Beispiel oder eines Todes nochmal an die Person erinnern zu können. Aber es gibt keine öffentlichen Archive. Deswegen sind es diese sehr schlechten Internet-Files, die damals die Fans untereinander sich hin und her geschickt haben von den Aufzeichnungen. Und deswegen ist die Qualität natürlich auch so schlecht. Damals hat man dann mit 5 Megabyte, das hat eine halbe Stunde gedauert, bis man so einen 5 Megabyte-File von einem Fan zum anderen geschickt hat. Und deswegen sind die Auflösungen im Film, also ich glaube, dass man durch die Materialität des Filmes dieser schlechten, sehr geringen Auflösung eben nicht des Full HDs, das nicht, das auch sehr viel mit Archiven
zu tun hat oder mit dem Fehlen von Archiven auch. Aber ich habe jetzt meine ganzen Materialien, die ich zu Lana Kaiser habe. Also ich habe als Jugendlicher dann ganz viele Zeitungsausschnitte gesammelt und habe die dem Forum gegeben, in der Hoffnung, dass sich vielleicht auch andere Menschen nochmal anders mit ihrer Biografie auseinandersetzen. Und diese Möglichkeiten zu geben als Künstler, anderen Leuten auch weiter dazu zu recherchen. Also es geht mir nicht darum, irgendwie ein Material zu monopolisieren. Und ich möchte nicht der einzigste Künstler sein, der sich mit den Materialien auseinandersetzt, sondern dieses Teilen der Archivmaterialien. Also Carol kam zum Beispiel auch einmal, ich glaube vor 3-4 Jahren, ans Forum und hat bei uns einen Vortrag gehalten für Mitglieder, aber auch für Kunstinteressierte und queere Menschen in München und konnte danach im Forum recherchieren. Und ich habe versucht, das zu organisieren. Und genau diese Austausche, diese Erweiterungen des Archivs und diese Fortschreibungen und dieser Blickwinkel aus dem Jetzt sind eben total wichtig für mich. Absolut nicht. Zdecydowanie nie tylko chodzi o kwirowanie wszelkich metod. Absolut. Und natürlich geht es uns nicht nur um Methodologie und Geschichtsschreibung queer zu beeinflussen, wobei man feststellen muss, die Projekte haben manchmal etwas Subversives. Auch wenn es Archive sind, ich glaube, wir sollen das betonen. Queere Archive können sogar doppelt subversiv sein. Piotr, ich habe jetzt eine Frage an dich. Also, wie arbeitet man an queeren Archiven als Wissenschaftler? Du hast schon Erfahrung solcher Arbeit, denn du hast an einem Ringelblum-Archiv gearbeitet. Also, hat das deine Methodologie bei der Arbeit an queeren Archiven irgendwie beeinflusst? Gibt es vielleicht Ähnlichkeiten, die uns vielleicht nicht direkt auffallen zwischen den beiden Projekten? Oder gab es dort etwas, was dich überrascht hat? Ja, das ist eine riesengroße Frage, auf die ich noch keine endgültige Antwort habe. Aber in Polen, wenn man von der Situation von nicht heteronormativen Menschen in Polen heute spricht, dann taucht oft diese Analogie auf, also die Analogie zwischen ihrer Lage und der Lage von Juden des Krieges, also dieser gemeinsame Status der unterdrückten Minderheit. Also wo gibt es Ähnlichkeiten, wo gibt es Unterschiede? Also darüber müsste man noch viel mehr nachdenken, als wir das getan haben. Es gibt auf jeden Fall wirklich große Ähnlichkeiten, was die Arbeit an Archiven angeht. Da kann ich sagen, ja, also überhaupt, wenn man an Archive der Minderheiten denkt, dann wird man ständig inspiriert von der jüdischen Geschichtsschreibung noch vor der Entstehung des Ringelblum-Archivs, denn dieses Archiv dokumentiert schon den Holocaust. Und dann stellt sich die Frage, also wann ist das Geschichte, diese Geschichtsschreibung steht so im Gegensatz zu dem Staat. Es gibt dort keine staatliche Infrastruktur, die das unterstützen würde. Und diese im Hebräischen gibt es, in Jiddisch gibt es das Wort Sammling, also von Sammlung. Shimon Dublot Ende des 19. Jahrhunderts hat davon geschrieben und hat gesagt, man muss alle Spuren
sammeln. Und im Kontrast zu der staatlichen Geschichtsschreibung, zu der Geschichte der Herren, gibt es für die Geschichte der Minderheiten keine Unterlagen oder keine Materialien, die nicht wichtig sind. Es gibt keine Erlebnisse, die nicht wichtig sind. Carol hat davon so schön gesagt, dass es diese Bilder gibt mit Protesten, mit Museum, es gibt Zeitungsausschnitte, Kreuzworträtsel, also alles gehört dabei. Also das ist diese kleinere Geschichte, kleinere im guten Sinne. Also das ist nicht die Geschichte der dominanten Gruppen, sondern diese Geschichte der kleinen Menschen, die sich mit allen möglichen Erfahrungen befasst. Und das Ringelblum-Archiv ist genau so gebaut worden. Dort gehören alle Zeugnisse und alle Materialien mit dabei. Auch, was weiß ich, eine Verpackung von Süßigkeiten, eine Zeitung, also Flugblätter, alles gehört mit dabei. Auch die illegale Zeitungen, so wahrscheinlich das damalige Pendant von unseren Zinnmagazinen. Und alle diese Materialien haben ihren Platz in der Geschichtsschreibung, im Archiv. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass dieses Archiv immer polyphonisch bleibt. Und in dem Ringelblum-Archiv und in der jüdischen Geschichtsschreibung ist es wirklich auffällig, wie dieses Bewusstsein, dass es keine einzelne, also dass es keine universale Erzählung gibt. Es gibt mehrere Parallelerzählungen. Ist auch wichtig. Und ich glaube, so wie Philipp davon gesprochen hat, als er auch von seiner Geschichte erzählt hat, das ist eine Verdichtung von verschiedenen Affekten, Gefühlen von verschiedenen Personen, die Materialien über Lana gesammelt haben, Videos, Zeitungsausschnitte. Aber dadurch ist es nicht möglich, eine Geschichte zu erzählen, sondern oder ein Bild zu schaffen. Denn ein einziges Bild, das wäre eine Art Unterdrückung oder Dominanz. Und deswegen muss es mehrere geben und in dem Sinne macht es Kunst besser als die Wissenschaft. Die Wissenschaft glaubt die ganze Zeit, dass es eine korrekte Erzählung gibt, denn wir haben die richtige Methodologie und wenn wir sie verwenden, werden wir imstande sein, die allgemeingültige Erzählung zu finden. In der Kunst kann man das queer machen. In der Kunst muss man nicht versuchen, auf Kosten der Vielfalt und auf Kosten mehrerer Stimmen zu versuchen, nur eine richtige Stimme zu finden. Das müssen wir nicht. Es gibt auch Raum dafür, was wir nicht wissen, was wir uns nur vorstellen können vielleicht. Und das könnten und das sollten wir als Wissenschaftler von Künstlerinnen und Künstlern lernen. Und das ist auch im Ringelblum-Archiv interessant, also zu sehen, dass dort die künstlerische Komponente mit dabei war. Denn die Sprache der Kunst ist eine Sprache, ohne die die Geschichtsschreibung nicht möglich wäre. Also die Antwort auf die Frage, wer wird unsere Geschichte schreiben? Es ist interessant, dass ein Band in unserer Arbeit, das ist die Sprache der Literatur, aber ein anderes Band, das ist, verwendet die Sprache der Kunst, der Malerei. Und alle gehören mit dabei. Und ohne Miteinbeziehung der Kunst gibt es keine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage dadurch beantwortet habe. Ja, auch das, was du gesagt hast von den Ähnlichkeiten und von der, was du gesagt hast von der jüdischen Tradition der Sammlung, also Sammlung. Auch Schlengel hat Notizen gemacht, nicht nur, also hat Gedichte geschrieben auf allen Materialien, die er finden konnte, auf alten Quittungen zum Beispiel. Und dann dachte ich mir, nur wenige können es sich leisten,
sich nicht zu erinnern oder nicht zu gedenken. Und als Künstlerinnen und Künstler, Forscherinnen und Forscher, die sich dieser Aufgabe stellen wollen, können sich nicht leisten, sich nicht zu erinnern, besonders in Polen. Und das ist eine gute Einleitung zu einer Frage, die ihr alle eigentlich teilweise beantwortet habt, denn ich wollte fragen, was sind die Best Practices, wenn man Archive aufbaut? Carol, vielleicht möchtest du beginnen. Wir haben auch das Wort Vertrauen verwendet und Vertrauen ist wichtig, wenn man Menschen erreichen möchte, die uns eine Geschichte erzählen könnten. Manche können ganze Geschichten erzählen, andere vielleicht nur konkrete Fragen beantworten. Also wie kann man damit umgehen? Carol, wie machst du das? Was sind deine Best Practices? Ja, ich habe vorhin versucht, das teilweise zum Ausdruck zu bringen. Das ist kompliziert und ich kann eigentlich eine Mini-Selbstkritik äußern, denn ich habe bisher keine Best Practice für mich gefunden. Was ich mir wünschen würde, ist ein Archiv, das eigentlich ein Ergebnis der Gruppenarbeit ist. Denn man sagt, ja, ein Archiv ist ein Ergebnis von Beiträgen mehrerer Personen, aber das ist auch beschränkt. Wenn man ein Archiv und plant, und das versucht als Gruppe zu machen, dann gibt es verschiedene Perspektiven und manchmal ist es einfach besser, als ein Mensch zur Verantwortung zu übernehmen und sagen, das ist meine Vision, das wird so und so gemacht. Ich versuche in einem Netzwerk zu arbeiten, natürlich und auch grenzüberschreitend. So habe ich übrigens Philipp kennengelernt und das ist eine wichtige Praxis für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Künstlerinnen auch, weil wir dadurch unser Wissen vermehren sozusagen. Libusze Herzowiak, eine Prager Fotografin, die das Leben von Schulen und Lesben in Clubs in kommunistischen Prag in den 80er Jahren dokumentiert, macht diese wunderbare Bilder. Aber es ist unglaublich, jakiejś konferencji czy wymiany materiałami, to jest drobna rzecz, ale nagle łączymy te fale. Richard Kichel auch in diesem Projekt engagiert hat, also durch Austausch mit ihr konnte ich das erfahren und das hat mein Wissen vervollständigt. Ich arbeite an einem ähnlichen Projekt zurzeit, das auf langjähriger Zusammenarbeit basiert. Ich kenne Richard seit den 90er Jahren und es kommen immer neue Elemente mit dazu. Und jedes Mal, wenn ich nach Prag fahre oder nach Rumänien, rufe ich ihn an und frage nach verschiedenen historischen Kontexten. Also ein Netzwerk ist eine Best Practice. Und ein Netzwerk, das bedeutet, dieses Netzwerk muss aufrechterhalten werden. Also es geht nicht darum, diese Menschen zu instrumentalisieren und in ein Projekt, was weiß ich, auf ihr Wissen aufgreifen und dann sie vergessen. Nein, das sind einfach sehr Bekanntschaften, Freundschaften, die man pflegt und sind engagiert. Das wie gespiegelt auf der Titel eines Projekts von mir. Der Name von Richard Kichel wurde erwähnt als Referenz. Und manchmal tendiert man dazu, nur die Menschen, die Persönlichkeiten zu schätzen oder zu die bekannt geworden sind, Dichter, Maler oder andere Personen, die bekannt geworden sind, weil sie durch verschiedene Medien aufgezeichnet worden sind. Aber man darf auch andere Menschen nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben sollte. Also man darf nicht die durchschnittlichen, nicht normativen Menschen nicht auslassen. Durch die Stilmagazine versuchen das zu machen, aber das ist wie manchmal für das Publikum auch
wichtig, denn sie erwarten, wenn sie zu einer Ausstellung kommen, glauben sie, sie werden auch erfahren, wie das Leben eines schwulen Mannes im 19. Jahrhundert auf dem Lande ausgesehen hat. Das ist natürlich sehr gut, unsere Versuchung zu erreichen, wobei das in der Realität sehr, sehr schwierig ist. Sonst, ich könnte noch viel von den praktischen Aspekten erzählen, aber das würde zu lange dauern. Also es scheint mir auch, dass eine Besonderheit von diesen Archiven ist es, vielleicht gehe ich zu schnell nach vorne, aber es geht um diese zwischenmenschlichen Beziehungen, diese Freundschaft und dieses Queer-Sein setzt auch andere Sichtweise auf Beziehungen und diese nicht normative Sicht. Es gibt auch mehr Freiheit in der Gestaltung von diesen Beziehungen und das ist damit verbunden, wie wir unsere also Archivobjekte oder Quellen betrachten, also auch Zeitungen und Medien und auch Menschen und die gesprochene Geschichte. Und Philipp, wie sieht das bei dir aus? Wie ist deine Vorgehensweise? Wie arbeitest du mit Quellen, mit Archiven? Also ich möchte nochmal betonen, dass ich nur eines von 70 Mitgliedern im Forum Queeres Archiv bin und ich da auch eben die Freundschaften mit dem anderen Mitglieder total wichtig dabei sind, die Meinungsverschiedenheiten auch. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal Solidarität wirklich nochmal weiterdenken. Also ich hatte mal ein sehr tolles Studio-Visit mit der Philosophin und Theoretikerin Silvia Federici, die über Cannibal and the Witch geschrieben hat. Und sie schreibt in ihrem Buch sehr viel über Gossip und welche Rolle von Frauen und queeren Menschen Gossip immer gespielt hat, dass das immer eine Praxis auch von Geschichtsschreibung war, die Oral History eben. Aber dass die eben sozusagen mit der patriarchalen Reduzierung des Wortes Gossip dann eben sehr limitiert worden ist, dass es heute eher was Negatives, negativ konnotiert ist, das Wort Gossip. Und sie hat mir meinen sehr tollen Studio-Visit, das ich einmal mit ihr gehabt habe, am Ende von unserem Gespräch gesagt, dass wir für die Leute in der Vergangenheit Solidarität haben müssen, damit wir auch Solidarität für die Leute in der Zukunft haben können. Und ich glaube, da möchte ich einfach nochmal unseren Begriff von Solidarität auch erweitern. Und wenn ich mich zum Beispiel mit Magnus Hirschfeld oder Henri Nouveau oder den deutschen Maler Paul Höcker, über den es eine Forschungsgruppe am Forum Queeres Archiv gibt, beschäftige, dann möchte ich eben eine Solidarität mit ihm auch finden, auch wenn er 100 Jahre vor mir gelebt hat, weil ich glaube, dass er auch für eine Generation in der Zukunft sehr wichtig sein könnte. Paul Höcker war wahrscheinlich der erste offen queere Maler an der Münchner Kunstakademie und hat 1898 seine Professur verloren wegen einem Skandal. Und ich habe genau an dieser Münchner Kunstakademie studiert und war so frustriert davon, dass alle Professoren weiß, heterosexuell und männlich waren. Und ich habe dann versucht, eine queere Geschichte zu finden, weil ich mich einfach anders in der Institution auch positionieren wollte. Und nach einer Zeit bin ich eben auf Paul Höcker gestoßen durch Magnus Hirschfeld, weil die beiden im Austausch waren und Magnus Hirschfeld auch über Paul Höcker in seiner Biografie geschrieben hat. Und Paul Höcker ist aber komplett vergessen. Er wurde Jahrzehnte nicht mehr in irgendeinem Museum in München und Deutschland gezeigt fast. Also er war im Schwulen Museum Ende der 90er und einem Gemälde von ihm gehört im Schwulen Museum in Berlin. Aber in München wurde er nie wieder gezeigt. Und Paul Höcker ist im heutigen Polen auch geboren und es ist auch zum Beispiel einer der nächsten Reisetrips, die ich machen möchte, um dort im Geburtsort von Paul Höcker mehr über ihn herauszufinden, weil es ihm gar keine Geschichtsschreibung über ihn gibt. Er ist wegen diesem Skandal komplett aus der Kunstgeschichte sozusagen rausgefallen, auch wenn er Deutschland in der zweiten, dritten und vierten Venedig-Biennale zum Beispiel vertreten hat, in den späten 1890er Jahren.
Und ich glaube, genau diese Solidarität suche ich eben nicht nur mit meinen Zeitzeuginnen, mit denen ich natürlich auch genauso Gespräche führe, sondern ich versuche eben diese Solidarität auch mit Paul Höcker zum Beispiel zu finden. Und bei Piotr, wie sieht das bei dir aus? Du hast schon es erwähnt, als du uns erzählt hattest, wo die Autoren der Tagebücher sich bekennen sollten, welchen Gender sie angehören. Aber wie sieht die Arbeit mit so neuen Archiven aus? Also ich habe jetzt nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also diese Idee der Solidarität gefällt mir sehr gut. Und das umfasst all das, was wir tun. Also auch in Verbindung zu den früheren Archiven, zu den Archiven der Unterdrückung, wo wir diese Solidarität brauchen zu diesen Menschen von damals, die damals erfasst wurden von diesem Unterdrückungssystem. Ich denke, das ist unsere ethische Aufgabe, ja, diese Solidarität mit denen aufzubauen. Aber zu diesen Tagebüchern, nach denen du fragst, oder nach den Texten, die uns dazu einladen, also einen Blick zu bekommen in das Leben der Menschen neben uns. Ich denke, es geht um die einfachen Dinge. Die Idee dahinter ist, dass man es nicht zulässt, dass die Personen, die die Tagebücher geschrieben haben, das Gefühl bekommen, dass ihnen ihr Leben weggenommen wird. Und manchmal passiert das. Wenn man in die Vergangenheit schaut, in der Forschung, kann man zeigen, wie diese Solidarität oft fehlt oder wie das Vertrauen missbraucht wird. Dass wir haben plötzlich schon die Quelle und dann wird die Person nicht mehr wichtig, weil der Forscher ist jetzt schon mit seiner Quelle allein. Also in der Praxis, ich denke, wir bemühen uns darum, wir kümmern uns jetzt um die Veröffentlichung dieser Tagebücher. Wir wollen, dass diese breit verfügbar sind, dass man diese lesen kann. Und wir wollen, dass unsere redaktionelle Änderungen nicht sehr tief eingreifen. Das ist ja eine Frage an sich. Inwieweit darf man was umschreiben? Soll man Rechtschreibung korrigieren? Soll man Kommas korrigieren? Warum ja, warum nicht? Also da gibt es Für und Gegen, die man lange besprechen kann. Aber die grundlegende Sache ist, wir dürfen nur etwas vorschlagen. Die Entscheidung bleibt bei der Autorin, bei dem Autor, obwohl manchmal ist es so, dass jemand seinen Text verbessern möchte, damit es besser aussieht. Und wir denken lieber nicht, dieser Text ist so genial, weil es eben manche Brüche hat, weil es nicht so vollständig ist, weil es so emotional ist. Das soll nicht bereinigt werden. Wir können das nachvollziehen, dass der Textautor das schöner machen möchte, aber der Text ist wertvoller, wenn es noch nicht so bereinigt wurde. Aber wir bleiben im Gespräch, wir entscheiden nicht darüber. Und der Traum wäre eben, dass wir es schaffen, eine Art von Community entstehen zu lassen, also um diese Texte herum, wo die Autorinnen und Autoren Kontakte knüpfen zu der Leserschaft, dass eben so eine Art von Gemeinschaft entsteht, wo Solidarität und Vertrauen als Werte wichtig sind. Weil letzten Endes, das sind 180 Türen, also zu den Menschen, zu den Geschichten von Menschen. Und das sind Einladungen. Und es wäre schön, wenn das nicht nur ein Text
bleibt, was zu erforschen ist. Also forschen, studieren, recherchieren. Wir wollen weg davon. Wir wollen kennenlernen. Und ich stimme Philipp völlig zu. Er hat das früher schon gesagt, diese Kategorie neutral zu sein, was in der Forschung präsent ist, das findet hier nicht statt. Also ich bin nicht neutral. Ich bin nicht neutral diesen Personen gegenüber. Es wäre schlecht, weil ich wäre dann kühl. Und ich würde also ein Verräter sein von den Ideen, die dahinter stecken. Also ich will nicht kalt und neutral und distanziert sein. Also ich denke, wir können langsam diese Diskussion zusammenfassen, dass diese Kategorie der Solidarität, des Vertrauens, das sind die Kategorien, die nicht für die Methodik sorgen, sondern sie lassen eine Gemeinschaft entstehen. Und insbesondere in der Gegenwart, also in der Pandemie- und Postpandemie-Zeit, es ist schwer zu denken, welche Reaktionen kommen auf die Tätigkeit der Politikerinnen und Politiker. Wir können hier auch darüber sprechen, dass wir Vertrauen brauchen, dass wir Solidarität brauchen, weil das das Tool bildet, um im Gespräch zu bleiben, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und unser Gespräch zeigt auch, wie dynamisch Archive sind, wie weit sie die Einrichtungen, die Institutionen überschreiten. Es sind nicht nur Bibliotheken, es sind nicht nur Sammlungen, sondern die Archive sind überall da, neben uns. Also herzlichen Dank an alle, an Philipp Gulfer, Karol Radziszewski und Piotr Laskowski und auch herzlichen Dank an zwei Dolmetscherinnen, Marta Brudny und Katarzyna Kruczyńska, dass sie uns begleitet haben. Sie waren nicht nur dabei, aber sie haben gedolmetscht. Wir haben sehr, sehr viel gesprochen, sehr intensiv und auch sehr kompliziert und das alles konnte auch gut rüberkommen. Also alle sind auch eingeladen, wenn Sie nur in Warschau sind, sich die Ausstellung anzuschauen und bitte schalten Sie zu bei unseren weiteren Goethe-Institut-Veranstaltungen. Vielen Dank für heute.